Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge, zur Folge Nummer 50. Jawohl. Zur 50. Folge Challenge Projekt. Es ging viel schneller als er gedacht, fand ich. Naja, ich finde auch, das ging schnell rum. Jo. Leider 50. Heute Folge, eventuell. Ja, genau, leider. Eventuell ungefähr die Hälfte. Mikado hat schon gesagt, das ist die Hälfte. Ich weiß zwar nicht, wie er darauf gekommen ist, aber wahrscheinlich weiß er genau, dass er nach der nächsten Hälfte verloren hat. Gut. Pass mal auf, später tritt dich hier. Ich fange schon mal an zu arbeiten. Jo. So. Gut, Tigerfarm bleibt bestimmt heute wieder bei uns. Ja. Bisschen Unterhaltung schadet ja nicht. Und am Ende gibt's noch eine Überraschung. Am Ende gibt's eine Überraschung, die ist immer gut. Am Ende. Ja. In der Mitte nichts. Geduld, junger Padawan, Geduld. aber ich hätte noch kurz eine... Wir haben hier nichts vorzuschreiten, junger Padawan. Eine Bitte, Sie haben mein... stellen Sie bitte meine Sämaschine so ab, dass ich da dran komme. Aha. Ist ja schon wieder betrogen. Nee, das war ja eigentlich der Auftrag, der noch ausgeführt werden sollte, aber den muss ich ja wohl jetzt selber machen. Bleibt nur diese ganzen Raben oder so, was das hier sind, die auf den Feldern rumlungern. Krähen. Bleibt mir ja nichts anderes übrig, als es selber zu machen. Ja, es ist, wenn man nur allein ist, dann ist es schlecht. Warum? Sollen ja nichts arbeiten. Hm? Sollen mir nur den Weg zu meiner Sämaschine freimachen. So. 50. Folge, was haben wir denn eigentlich schon alles gemacht? So viel ist es gar nicht. Viele Sachen. Du musst am Anfang, musst du als Intro nicht der normale, sondern so eine Rückblende, was wir schon so alles gemacht haben. Oh Gott. Das ist, Das ist meine Herausforderung für dich. Nimmst du das auf dich? Nein. Oder versuchst du es wenigstens? Ganz ehrlich, so gut, also so viel bearbeite ich eigentlich gar nicht. Immer bei den Videos, muss ich ehrlich dazu sagen. Du musst das ja nicht machen. Es war nur ein Vorschlag. War nur ein Vorschlag. Gleich abgelehnt. Nö. So. Blöder Vorschlag, nehme ich nicht. So, drum. Wir gucken mal, was wir heute alles machen. Ja, aufnehmen. Ich denk, ja, von den Arbeiten her. Ach so, aufnehmen. Ah, da komme ich wieder nicht dran, Alter. Das mit den Landmarken, das nervt mich ein bisschen. Ich komme an viel Gras, was da außen rum liegt, komme ich nicht ran. Das ist aber böse. Ja, du freust dich, ich weiß schon. Aber wir haben schon mal 250.000 habe ich schon im Silo drin. Und nämlich, weil es die 50. Folge ist, gibt es zu jedem 40.000, hatten wir abgemacht, ne? Ja. Hatten wir das abgemacht? Hatten wir das abgemacht? wir hatten 100.000 ausgemacht, oder? Da musste ich los. Betrug, Polizei. Nein, wir hatten abgemacht, dass jeder 40.000... Wir hatten nichts abgemacht. Zeit auf 5? Ja, stimmt, das hatten wir ausgemacht. Ja, stimmt, das hatten wir auch ausgemacht. Entschuldigung. Komm, weil es die 50. Folge ist, kriegt jeder 50.000. Das ist eine gute Idee. So. 50? Gerade waren es 40. 50? Ja, dann nehmen wir auch. Ja, so, wir nehmen auch keiner das Doppelte. Yeah. Also, ich weiß ja nicht, wie es bei Varuna so ist, aber... Ja, ich
bin damit zufrieden. Ich freue mich über jede Spende. Spende, Spende. Geld ist immer gut. Kann man gleich wieder investieren. Almosen. So. Keine Schulden mehr. Ja. Ja, das wird bei mir nicht hinhauen. Da hätte ich immer noch 120.000 Schulden. Komisch, woher kommen die denn? Ja, ich bin wieder hoch auf 170.000. Weil ich mir doch wieder eine Sämaschine gekauft habe. Also ich hätte die vielleicht nicht unbedingt verkaufen sollen damals. Das war echt keine gute Idee. Ja, aber ich brauchte das Geld und ich war jung. Na, ich glaube, viel jünger als jetzt gerade hier bist du, warst du jetzt auch nicht. Na, wann war das? Das war in der Folge 35 oder so. Ja, das ist 15 Folgen her. Ja, siehst du mal. Das sind keine Jahre, wollte ich nur mal so erinnern. Und auch keine Monate. So. Na, wenn das wirklich 15 Jahre wären, dann wäre ich da noch gar nicht dabei. Aber dann machen wir mal noch was anderes hier. Full Power. Full Power. Oh, ne, da sind wir. Und Attacke. Attacke. Attacke Hü. Ne, Attacke. Brumm, brumm. Ups. Hallo, hallo. Ey, sie waren auf meiner Seite. Was soll denn das? Was stimmt gar nicht. Wir sind hier doch in England, oder nicht? Ja, sie gerade schon, aber wir nicht. Naja, eigentlich bin ich ja jetzt gerade nicht in England. Ich bin nur an dem Tag, wo die Folge rauskommt, in England. So. Warte mal. Also ich würde sagen, wir machen hier Full Case Power. Und starten mal richtig durch. Starten Sie richtig durch, ja? Ja. Mit zwei Case kann man mehr schaffen wie mit einem. Aha. Ja. Nicht. Muss ja gucken, wo man bleibt. Auf der Strecke wäre immer schlecht. Oh, sie verkaufen irgendwas. Sie haben irgendwas verkauft. Ja. Nein, ich habe nichts verkauft. Mein Case hat gerade einen Turbo gezündet. Der Valtra steht leider vom Lohnunternehmen immer noch vor meiner Sämaschine. Ja. Ich habe nichts gekauft und ich habe auch nichts verkauft. Du hast was gemietet. Das kann gut sein. Stellen Sie den Valtra weg? Ja, ich im Moment. Musst du nur kurz aus dem Bankkonto raus? Wo sind denn jetzt? Oben lang. Da. Zeit ist Geld und Geld haben wir nicht. Entschuldigung. Naja, ich schon. Ja, ich beeil mich doch schon. So. Gut. Danke. Wurde auch Zeit. Oh. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob sie recht hatten. Hä, ich sehe irgendwie nicht, wo die Linie ist. Okay, hier. Okay. Okidoki, läuft. Supi. Supi. Apropos gerade, das erinnert mich gerade an was. Letztes Mal, wo ich bei uns in der Nachbarstadt bin, habe ich was Seltsames gesehen. Pinke und blaue Silageballen. Blau. Habt ihr das schon mal irgendwo gesehen? Pinke und blaue. Blau finde ich jetzt seltsam, habe ich noch nicht gesehen, aber pink ja. Pinke habe ich, noch nie gesehen und blaue auch nicht. Ja, blaue sind irgendwie auch ungewöhnlich. Ja, wobei es eigentlich völlig egal ist, es kommt ja auf die innere Beschaffenheit an, wie viel Hitze die, ja. wie viel Wärme die innen sich behalten. Ja, trotzdem, aber hast du jemals schon mal einen blauen? Nee, eben nicht. Nee. Blau habe ich auch noch nie gesehen.
Was ich ja gemacht habe, ist in meinem Fast Wrap Ballenpack, Ballenwickler-Pack, da habe ich mir richtig krass grüne Ballenwickelfolie eingebaut. Echt? Ja. Die bekomme ich dann wieder. Nein. Es ist Varuna-Grün, das geht nicht. Nee, das geht nicht. Okay, dann mache ich ein Mikado-Grün, okay? Das wird dann noch grüner. Ich möchte ein Rot, bitte. Rot ist kein Ding. Man kann das wirklich voll easy machen. Ich habe keine Ahnung davon, wie das gehen soll. Ich kann euch das mal... Wenn Mikado mir sagt, welche Farbe er haben will, dann mache ich euch da mal noch die Farben rein. Und dann könnt ihr das blau kriegen. Welches Blau? Ich will Blau. Welches Blau? Blau? Das ist mir jetzt egal. Ja. Irgend so eine Mittelstufe. Kein dunkelblau, aber auch kein helles Blau. Es gibt das Rabeblau, es gibt verschiedene Blaus. Blau. Ich entscheide mich für Blau. Guck mal in Katalog. Beim Valtra. Und dann als Hauptfarbe, welches Blau? Goldhofer, New Holland, Lemken oder Rabe? Warte, als Hauptfarbe was? Ich muss bloß den Blauton wissen. New Holland, Lemken oder Rabe? Ich glaube, ich lasse Lemken. Okay, ja, komm mal. Easy machen. Ja. Guck ich mal, hau ich rein. Danke. Das sind meine Fendt, geskinnten Fendt Ballenwickler Sachen. Also die. Ja, eigentlich ist ja meine Lieblingsfarbe grün. Aber ich bin ja so nett. Nee, du ja, okay, hast ja dann auch das Grün mit dabei. Also ich würde dieses Massey Ferguson Rot nehmen. Das ist, glaube ich, das krasse Rot, gell? So ein... Ja, das ist das geile Rot. Ja, das geht auch. Ja, dann mache ich das. Hau ich das euch noch rein. Dankeschön. Dann schicke ich euch die Mods. Das Boah, ist warte einfach ein Ballenwickler, den ich schneller gemacht habe auf 14 Sekunden. Okay. In Fendtgrün. In dem neuen Fendtgrün. Wie heißt das? Das neue Fendtgrün? Fendtgrün. Ich glaube einfach nur helles Fendtgrün oder so. Nee Natur-Fendtgrün, glaube ich. Ja, genau, Nature Green. Naturfend. Also, genau. Also, das andere heißt Fend Nature Green, glaube ich. Ja, genau. In dem Grünton ist die Maschine. Fend Nature Green, ja. In dem Ton ist die Maschine. Dann habe ich gelb. Die Fendroten Felgen hinzugefügt. Und dann eben noch die verschiedenen Ballenfarben. Oh nein, jetzt habe ich verkackt. Oh nee, geht. So ist Oh nein. Gott, also heute habe ich wieder was in der Schule erlebt. Da zweifle ich echt manchmal schon an der Menschheit. Das kann gar nicht sein. Du warst nämlich heute in London. An dem Aufnahmetag. Also, es dürften ja eigentlich alle zugucken und ich glaube, dass alle dieses Rätsel lösen können. Dieses Rätsel bedeutet, wie viel Meter sind 50 Zentimeter? Was ist das für eine Frage? 0,5 Meter. Ja, eben. Das ist eine Frage, die eine Klassenkameradin nicht antworten kann. Du hast jetzt schon mal von so einer Klassenkameradin gesprochen, die dir immer dein Essen weg isst. War das die gleiche? Das ist eine andere. Okay. Die sind aber beide schlimm. Also ich bin fertig mit der Überraschung. Was für ein... Ich dachte, die 40.000, 50.000 waren die Überraschung. Das habe ich jetzt eigentlich auch gedacht. Am Ende kommt noch eine andere Überraschung. Okay, wie lange braucht die Überraschung? Also wie lange haben wir jetzt auch schon aufgenommen? Das ist die Frage, wie lange sollen wir denn noch? Heute ist 50. Folge, können wir auch ein bisschen überziehen. Ja, wie lange haben wir denn jetzt schon aufgenommen? Wir haben 15. Dann würde ich einfach 30 machen. Also nochmal das Doppelte.
Und dann, wenn das rum ist, dann kommt die Überraschung. Ja, sagen wir mal, also wenn Aufnahme fertig ist und wir dann wieder fertig sind, ja, und alle aufgehen wollen, dann kommt die Überraschung. Okay. Nein. Also ihr arbeitet jetzt noch 15 so Minuten und dann sind alle Arbeiten still und dann gibt's die Überraschung. Wollen wir nicht eher 14 Minuten sagen? Ja, weil dann hast du nämlich eine Minute für die Überraschung. Dann sind wir genau bei 30 Minuten. Ja, so ungefähr. Jetzt ist halt schon wieder eine Minute um. Okay, 13. Wir kriegen das schon alles in der Folge unter. Mhm. Ah, irgendwie. Auf die 50. Müssen wir. Genau. Kann man auch mal Faxen machen. Was? Wachs machen? Faxen. Ich bezweifle, dass man hier in LS19 Wachs machen kann. Warum? Bienen kann man doch auch machen. Ja, Bienenwachs, aber ich glaube, es gibt noch gar keinen Mod dafür, oder? doch, ich glaube, ich habe schon gesehen. Echt? Es gibt inzwischen schon viele Mods. Und viele unnötige. Ja, das auch. Und es gibt Follow Me Mod schon. Ja, stimmt, das habe ich vor kurzem auch gesehen. Das sollten wir vielleicht auch in diesem Projekt mal einfügen. Follow Me Mod, das wäre, glaube ich, auch mal sowas. In welchem Projekt? Hier in dem. Warum? Weil darum. Oh, scheiße. Hallo, das sagt man nicht. Nur ich darf das sagen. Ja. Wissen Sie das? Okay. Ich dachte, nee, alles gut. Mein Helfer wollte gerade bloß nicht mehr. Der hat gerade gedacht, er macht mal Pause. Ach so. Ich habe Sie jetzt schon zum dritten Mal überfahren, Mr. Feiger Farm. Sag ich mal, unglaublich. Sterben Sie nicht auch irgendwann nach einer Zeit? Ist Tiger Farm wieder langweilig? Hat er vergessen, dass er hier unten noch ein Feld pflügen muss? Hallo, heute ist mal lohnunternehmerfreie Zone, ja? Ja, ja, ist sein eigenes Feld, sein Auftrag. Ach so. Darauf habe ich jetzt so minus 10 Bock. wenn ich jetzt. Muss der halt warten. Es ist gut. Sie können ja gerne für mich arbeiten. Das ist gut. Dass der für mich arbeitet, finde ich auch gut. Ja, dann kriegst du eine Vertragsstrafe. Ach so. Ja, das ist dann natürlich nicht so gut, ne? Ja, für mich schon. Vertragsstrafe von plus 100.000, damit wäre ich nicht zufrieden. Mit 100.000? Ja, also das ist dann halt plus, ne? Nee, das ist falsche Richtung. Ach so. Eher Doppelplus? Also 200.000? Nee. Ein Triple? Sie, warte mal, wie heißt das? Es gibt so ein Wollen Sprichwort. Wir Geld haben? Wie heißt denn das? Sie belieben zu scherzen. Also von diesem Sprichwort habe ich echt noch nie gehört. Ja, ich glaube, so heißt es. Du glaubst. Du also glaubst, nicht richtig Sprichwort, sondern so eine Redensart. Ah, ich glaube aber, dass du Glauben nur in der Kirche kannst. Das glaube ich auch. Der Glauben kommt in die Kirche. Das glauben sie, ich glaube, ich sollte lieber mal zur Kirche gehen. Ist bei ihnen schon zu spät. Jetzt noch eine ganz ehrliche Frage. Nein. Wie oft geht ihr im Jahr in die Kirche? Nie. Ich wollte gerade sagen, Minus. Nee, warte, stimmt gar nicht. Ich war letztes Jahr einmal in der Kirche. Und das war am 31.12. Also ich muss ganz ehrlich sein, ich bin halt wirklich nicht so richtig religiös. Ich, keine Ahnung. Also ich war am 31.12. In Konstanz. Nee, nicht in Konstanz. Solange ich nicht in die Kirche muss, gehe ich auch nicht in die Kirche. Das Einzige, wann ich in die Kirche muss, ist an St. Martin. In die Kiste musst du auch irgendwann. Ja, das nennt man heutzutage auch Bett. Nein, ich meinte den Sarg.
Achso, ja. Ja, kann man auch. Aber muss man ja auch nicht mehr. Ja, aber an St. Martin, da muss ich wirklich in die Kirche gehen, weil da ist... Weil ich bin ja in der Feuerwehr von hier, unserer Stadt, Dorf. Bin ich in der Feuerwehr und da muss ich dann wirklich an St. Martin in die Kirche gehen. Warum? Was ist der Zusammenhang? Ich habe keine Ahnung. Ja, was macht ihr da? Mr. Tigerfang, können Sie bitte aus meinem Traktor verschwinden? Ich kann hier nicht weiter fortfahren. Was ist Betrug. Was macht ihr da? Der stellt sich genau vor meinen Traktor und dann kann ich nicht mehr weiterfahren. Keine Ahnung, wie sowas funktioniert, aber es gibt. Oh, ich find's lustig. So, was war jetzt Ihre Frage? Wer hat mir jetzt 100 Euro überwiesen? Bruder? Was? Wo kommen die 100 Euro von dir? Warum denn? Oh, nur weil ich Mikado ein bisschen geärgert habe vielleicht? Nee, wieso soll ich da 100 Euro für zahlen? Ich glaube das irgendwie nicht so ganz. Wieso soll ich dafür 100 Euro zahlen? Weil sie das gut finden, wenn ich Mikado bekomme. Ist das ihr Ernst? Warum denn? Ich habe nichts gemacht. Ich mein Handy blinkt die ganze Zeit. Ja, dann kriegen sie halt erst 100, dann 200, jetzt 500? Aber nicht von mir. Also Mikado. Ja, bitte. Ganz ehrlich, die 100 waren von mir, aber die mehr nicht. Ich Mikado. Zurückhaben. Nein, Spaß. Nee, zurück. Zurück gibt's nichts. Zurückerstattung. Das war auch nur ein Spaß, Mann. Als ob ich so blöd wäre. Es waren 700, ne, insgesamt. Ja, Spaß. Also 100 waren von mir. Ich hab das Geld. Ja. 700. Doch. Für den Mikado. Nein! Und 100 für Verona. So. Ja, jetzt habt ihr euer Geld wieder zu. Ich jetzt nicht ein. Das ist jetzt nicht Ihr Ernst, oder? Das sehe ich jetzt nicht ein, nee. Na gut, dann behalte ich die halt. Ja, das sollen sie auch.